Zwei Sachen, vor denen ich euch warnen muss, bevor ihr euch dieses Gameplay anschaut. Ich hatte keinen Gameplay-Sound, was ich aber im Gameplay erwähne. Und später habe ich sogar gemerkt, dass Audacity meine Stimme nicht richtig aufgenommen hat, weswegen es ein ziemliches Hintergrundrauschen gibt. Und ich habe meine Stimme zudem noch gepitcht, weil ich mir dachte, scheiß doch die Welt drauf, das Gameplay ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen für diese Umstände, die mir geliefert worden sind. Und ich sage euch eins, ein Gameplay-Highlight ist auf jeden Fall dabei, das seht ihr jetzt. Servus Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Verteidiger des Blödsinns Rundown Herrschaft. Ich hasse diese Map, aber ich habe mir gedacht, zocken wir sie einfach trotzdem, denn man kann ja nicht immer alles haben, was man will. Erst recht nicht bei Verteidiger des Blödsinns. Und ich würde sagen, wir starten heute mit unserer heutigen Klasse. Der VDW-Klasse schaut sie euch doch mal ganz kurz an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Model 1887 Akimbo. Ja, ist so eine Sache, man kann davon denken, was man will. Ich kann sie nicht leiden. Ich weiß nicht, ich spiele doch dann lieber mit der Spaß 12 Only. Macht einfach mehr Spaß und ich habe gemerkt, ich zocke gerade ohne Ton. Okay, Verteidiger des Blödsinns Spezial Edition. Ohne Ton zu zocken ist auf jeden Fall schwieriger. Ich habe voll vergessen, den Ton einzuschalten. Verdammt nochmal. Aber ihr werdet Ton hören. Yeah, Volltreffer. Gut. Alles klar, dann würde ich auch mal sagen, wir rennen erstmal rum mit Akimbo. Vielleicht macht es ja echt so viel Sinn, dass wir auf einmal sehr viele Kills machen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es sehr komisch sein, wenn man überhaupt nichts hört. Denn man weiß natürlich nicht, wo Gegner sind. Man weiß nicht, wo geschossen wird. Also das heißt, ich muss mich ganz auf den Radar verlassen, der auch nicht immer so zuverlässig ist. Aber wir haben Schalldämpfer dabei. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir sind heute sowas von lautlos unterwegs. Das könnt ihr gar nicht glauben. Gut. Wow. Okay, mein Controller macht wieder Faxen. Ja, spezielle... ziemlich speziell heute diese Folge, auf jeden Fall. Schalldämpfer ohne Ton und mein Controller ist im Arsch. Sehr schöne Mischung, auf jeden Fall. Ich brauche 9. Liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich meinen Controller immer gegen die Wand pfeffere. Vielleicht. Boah, ey, nee. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ui, das ging ja gerade gar nicht. Ui. Okay. Vor dem Gegner habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst. Aber er scheint weg zu sein, oder? Fuck. Gut, haben wir ihn sogar abgefangen. Mein Gott. Sehr schön. Nee, das ist mir zu gefährlich. Zu gefährlich auf jeden Fall. Wir sind tatsächlich auch am Gewinn. Locker sogar. Locker easy pupisi. Ui. Wow. Warum springt er andauernd? Mein Fuck-Controller, ich darf den nicht mehr durch die Gänge pfeffern. Sonst ist er echt bald kaputt nach 4 Jahren. Aber er hat's lange ausgehalten. Das muss man ihn wirklich lassen. Auf jeden Fall. Verdammt nochmal. Starten wir jetzt die Vorräte? Ich würde ja fast sagen, ja. Ja, machen wir auf jeden Fall. Gerade wenn einer bei uns spawnt. Das ist schon mal ganz schön eine sichere Sache auf jeden Fall. Und komm, einfach mal werfen. Vielleicht treffen wir jemanden. Vielleicht. 3, 2, 1. Nichts passiert, verdammt nochmal. Normalerweise treffe ich Leute, normalerweise. Ja. Okay, davon ist ein Gegner. Einfach mal zünden, die Scheiße. Oi, gut. Ah, sehr schön. So läuft es. Ohne Sound zu spielen, manchmal hat es doch echt was Positives. Manchmal reitet man sich nur in die Scheiße rein und manchmal hat man echt was Positives davon. Gut, wir müssen jetzt noch einen Kill erreichen. Dann haben wir schon die nächste Abschussserie, deswegen. Und ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Naja, ein reiner Blindflug, würde ich einfach mal sagen. Aber was will man tun, ne? Man tut, was man kann. Okay, ich schätze mal, die Gegner sind alle irgendwo da hinten. Deswegen gehen wir auch mal einfach in diese Richtung. Okay, aufpassen. Da campen wohl einige drin. Ja, es scheint so. Verdammte Camper nochmal, sollen wir warten? Oh. Okay. Der Scharfschütze ist da runtergefallen, das heißt... komm schon! Verdammt nochmal, wir können ihn auf jeden Fall aufhalten. Wenn wir schnell genug sind. Und die richtige Tür erwischen. Oh! Schade. Ein Spiel mit der Zeit. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Schaffen wir es bis zur nächsten Seite, ohne erwischt zu werden? Okay, da ist der Scharfschütze. Wir warten jetzt einfach mal.
Okay, vielleicht. Mann, scheiß Controller. Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon. Der muss hier durch. Er muss auf jeden Fall an mir vorbei. Deswegen könnten wir eigentlich auch warten. Ich überlege gerade, ob ich ins nächste Prestige gehe. Oh, fuck! Ich nehme gar nicht richtig auf. Ah! Sehr schön. Gut, Liedchen. Yeah. Dein Sound ist mal wieder völlig im Arsch. Spielst hier die ganze Zeit umsonst. Nur damit er am Ende in den Arsch getreten wird. Okay, ich zock einfach jetzt weiter. Yeah, ich rede mit mir selber. Super Spezialedition. Ah, schön. Gut, lief das hier eine tolle Runde ab, aber naja, interessiert ja niemanden. Ich weiß, da war einer. Da aber auch, gut. Ja, yeah, sehr schön. Hör mal auf nachzuladen, mein scheiß Controller ist sowas von im Arsch. Ey, fuck. Okay, dann nehmen wir das einfach so als Gameplay-Commentary, würde ich sagen. Sehr schön, gut. Naja, vielleicht könnt ihr mich trotzdem hören, ich weiß es nicht. Jedenfalls, meine Audiospur zeigt gerade 0% an. Aber dieses Gameplay ist eigentlich zu schade zum Wegwerfen. Werde ich auf jeden Fall irgendwie weiterhin nutzen. Auf jeden Fall. Gut. Ah, fuck! Das kann echt nicht sein, oder? Das kann eigentlich nicht sein. Nein! Aua! Hört mal auf. Okay. They call me Camper. They know it. Scheiß drauf. Toll. Meine Audiospur nimmt kein bisschen auf von dem, was ich sage. Schönes Gefühl, sage ich euch, Leute. Schönes Gefühl. Ha! Ha! Krasser Scheiß. Ganz ehrlich, ich nehme dieses Gameplay auf. Ich nehme es irgendwie. Ich nehme es einfach. Ja, wird auf jeden Fall genommen. Ne, Munition brauche ich nicht. Verdammt nochmal, war das geil. Boy, gutes Gameplay. Scheiß drauf, auch wenn ich kein 100er Score habe. Ne, das kommt einfach hoch, dieses Gameplay. Schaut es euch an, macht es oder nicht. Gut. Verdammt nochmal. Oh oh, Gegner, Gegner, Gegner. Krasser Scheiß, habe ich echt jemanden mit dem Wurfmesser erwischt? Ich kann es gerade echt noch nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, nein, ich tue es gerade nicht. Wie kann ich es glauben? So, Geschütz jetzt mal einfach dahin. Gut. Mein Gott, so schön. So ein Glück muss man auch erstmal haben. Wow. Okay, schade. Ein kleiner Camper in der Ecke schmort vor sich hin in der Hölle. Oh, mein Aim ist sowas von schlecht. Mein Aim ist sowas von verkackt schlecht. Naja. Naja. Sehr schön, wenn man den Gegner überhaupt nicht hört. Ich habe ihn nicht mal wahrgenommen. Aber dafür läuft es mehr als gut. Also die Leute sollten sich schämen dafür. Okay. Oh, ich habe keine Ahnung, wo einer ist. Aber hier ist, glaube ich, erstmal niemand. Scheiß drauf. Buja. Hui, hui, hui. Okay, den kriegen wir. Komm, da rennen wir hin. Die Sau nun mehr weg. Nein! Irgendwo muss er noch sein. Ah, schade. Verdammt nochmal. Hui. WTF? Ach, eine feindliche Harrier. Kriege ich gar nicht mit. Ich müsste doch mal drauf gucken auf den Radar. Mann. Okay. Sehr schön. Scheiße. Okay, Hubschrauberschütze. Ja, das heißt eben, wir verstecken uns jetzt im Haus. Bringt ja nicht. Nein, fuck. Ja gut, wenn man nicht aus dem Spawn rauskommt, ne? Was willst du tun? Was willst du machen? Wow. Okay. Ich muss ins Haus rein. Ich will doch nur campen eine Runde. Was bringt es mir die ganze Zeit zu sterben da draußen? Nichts. Gut.
Fürs Erste sind wir sicher, ne? Ja, scheint alles sicher zu sein. Okay, da vorne ist ein Gegner. Komm, holt ihn euch. Nehmt Rache. Okay. Gut, mein Freund, gut. Eine tolle Runde. Ich nenne sie einfach Verteidiger des Blödsinns Spezial. Voller Soundprobleme, aber mit toller Spieleinstellung hier. Mann. Scheiße, habt ihr das gesehen? Schon wieder dieses unbedachte Messern. Ich hab's nicht geplant. Ich drehe einfach mal den linken Controller. Was passiert? Komm. Na, komisch. Das ist der Vorführeffekt. Jedenfalls manchmal passiert es, dass er auf einmal messert. Naja. Kommt davon, wenn man so achtlos mit seinem Controller umgeht. Gut. Nein, nein! Ah, Mann! Ach ja! Ja, ja. Harry Potter unter dem Zimmer. Okay. Okay, wo bist du? Gut. Oh, ich höre... Ach, ich spiele einfach nur auf Sicht. Nur auf Sicht zu spielen ist übelst anstrengend, das sage ich euch. Du weißt nicht, wo du hin musst. Okay. Ah, okay. Abwürfe haben wir schon mal, das ist ganz gut. Und die würden wir auch mal direkt hinsetzen. Wir verlieren leider diese Runde, aber das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Nee, das interessiert mich nicht. Kein bisschen. Gut, Predator-Rakete, Missile gezündet. Und wir versuchen mal ganz viele Gegner auf einen Streich rauszulöschen. Nein! Schade. Es ist echt schade. Diese Runde hätte so schön sein können. Ich hätte kommentieren können, wie ich es noch nie getan hätte. Soundprobleme. Naja. Was willst du tun, was willst du machen? Ich verabschiede mich von euch. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Ciao, Leute.